Jo, willkommen zu einem Video, mal zur Abwechslung. Jo, ich mache das Video, weil sich von dreien von euch, die kommentiert haben, schon gewünscht wurde, dass ich auch Videos wieder mache auf YouTube. Ich fange jetzt erstmal mit was an, was ich sowieso schon spiele. Ne? Eigene Projekte fange ich dann irgendwann später an. Und ich habe mir was überlegt für meine Videos auf YouTube, dass ich jetzt bei jedem Video etwas aus den Grundlagen der Ernährung zitiere. Jedes Video gibt es dann ein kleines Zitat, ein kleines bisschen Fachwissen. Und ich habe mir schon was für heute rausgesucht. Genussmittel sind Stoffe, die keine Nährstoffe oder nur unwesentliche Mengen an Nährstoffen enthalten, von denen aber anregende Wirkungen auf körperliche Funktionen ausgehen. Jo, wie ihr sehen könnt, Phasmophobia. Ja. Nehmen wir ein paar Runden auf, gucken, was ich da zusammenschneiden kann. Gut. Das ist das Roadhouse auf Profi. Habe direkt oben etwas gehört. Nevermind, war wohl doch unten. Da wurde irgendwo was umgeworfen, wenn ich das finde. Ich schon mal einen Schritt weiter. Okay, gut zu wissen. Gefriertemperatur. Hat euch das Licht ausgemacht. Da freut man sich doch. Wie alt bist du? Wo bist du? Schreibe ins Buch. Eine der wenigen Situationen, wo man nicht hören möchte, dass jemand hinter einem steht. Stell mir noch die Kamera auf. Ja, genau, und schau nach Fingerabdrücken. Geisterbox und jetzt schauen wir mal, ob da noch ein Geisterlicht ist. Fingerabdrücke habe ich nicht gesehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gespenst, Mare oder Dämon. Würde ich aber mal sagen, nehme ich Salz mit. Noch eine zweite Kamera, die ich nach hinten in den Raum aufstelle. Schreibe ins Buch. Okay, ist durchgelaufen. Wir hatten keine Abdrücke gehabt. Das heißt, das können wir auf jeden Fall streichen. Und es hat bis jetzt noch nicht ins Buch geschrieben. Also eigentlich müsste ich ein Geisterlicht finden. Aber da sehe ich halt auch nichts. Also Gespenst, brauche ich eine Fingerabdrücke? Haben wir nicht gesehen. Für eine Mare bräuchten wir noch einen Geisterorb und für den Dämon bräuchten wir halt noch das Buch.
der gerade was umgeworfen. Nani? Okay, ich unterlasse es, weitere Untersuchungen anzustellen. Das war mir dann doch ein bisschen zu riskant gewesen gerade. Ja, das. Also, ich sehe keinen Geisterorb. Ich habe nichts im Buch gesehen. Ich sehe keine Fingerabdrücke da. Spenstmare oder Dämon? Also, Dämon, die schreiben super schnell ins Buch, diese Zeichen. So, Mare. Erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Ja, das kann sein. Gespenst. Berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Das könnte passen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Gespenst. Na, und dann gucken wir mal. Und es war ein Gespenst. Nice, $160. Dann würde ich sagen, eine Map mache ich noch. So, wir haben hier wieder das Ridgeview Roadhouse und auf Profi. Okay. Geist wurde schon gesehen, also wir brauchen Bewegungssensor, Geister-Event, Foto vom Geist, müssen wir mal gucken. Bin ich jetzt nicht ganz so scharf drauf, aber wir nehmen dann das Thermometer mit, die Taschenlampe, Bewegungssensor. Auf geht's. Der ist schon wieder im Keller. Scheint wohl beliebter Platz zu sein. Bewegungssensor hat auch direkt ausgeschlagen, so wie es ausschaut. Dazu die Chance, nehmen wir das beste Buch mit. MF-Gerät. Ich glaube, bevor ich mit ihm rede, also die Geisterbox benutze, mache ich erstmal alles andere. So, bevor ich das Licht ausmache, platziere ich noch eine zweite Kamera und versuche einmal mit ihm über die Geisterbox zu reden. Ja, ins Buch hat er noch nicht geschrieben. Wie alt bist du? Wo bist du? Schreibe ins Buch. Also mit Kindern habe ich ein Problem in diesem Spiel. Also, die kriegen mich immer. Jetzt brauchen wir noch die UV-Lampe und Fotoapparat.
Okay, dann trage ich mal langsam ein. Wir haben Buch und Box. Spirit Dämon oder ein Uni. Dämon glaube ich nicht, weil Dämonen zeichnen meistens diese Symbole ins Buch. Könnte ein Uni sein. Aber gucken wir mal. Spirit Dämon Uni. Also wenn ich zwischen Spirit und Uni entscheiden müsste, ne? Bild brauche ich Fingerabdrücke. Auf dem Fußboden habe ich nicht die Fußspuren gesehen. Bei einem Uni. Bei Aktivität geht so EMF5 könnte natürlich sein. Das sieht man auch erst, wenn der richtig aggressiv wird. Ich sage jetzt einfach mal Uni. Und wir schauen mal, ob es richtig war oder nicht. War ein Uni. Spielerfahrung, Leute. Gut, dann danke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Abo dalassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Daumen nach oben. Und ja, schreibt mal in die Kommentare auch, ob ihr gerne mehr sehen wollt von Phasmophobia. Generell, ob ich es gut geschnitten habe oder nicht. Ich versuche mich da mal langsam reinzuwurschteln. Das werde ich dann was hochladen, das auch ein bisschen anders bearbeitet ist als sonst. Ja dann, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und man sieht sich im nächsten Video.